Sie fahren die S5 zurück nach Friedrichsdorf. Rüsten Sie Ihr Fahrzeug auf, rücken vor nach Gleis 2 und lassen die Fahrgäste einsteigen. Abfahrt ist um 17.13 Uhr. Und damit begrüße ich euch zur ersten Folge auf der S-Bahn Rhein-Main. Wir sind heute mit einem Fahrzeug der Baureihe 423 unterwegs. Licht, Instrumentenbeleuchtung, SIFA, PZB, Besteuerung. Und ich würde mal sagen, wir rücken vor zum Flugbahnhof. Der Zug ist deutlich zu. Leise, sorry. Zu laut. Deutlich zu laut. So. Testen wir mal, ob der Joystick auch korrekt konfiguriert ist. Perfekt. Müssen wir das Signal auf weiß? Ja. Kamera auf Standard. Wobei, ein Stück weit ziehe ich sie raus. Ja. Genau, ab dem Hauptbahnhof ist dann auch der PDF-Bufferplan wieder dabei. Den öffne ich jetzt noch. Ja, den kann ich schon öffnen. Muss ich ihn jetzt neu runterladen? Okay, gleich mal, wenn ich stehe. Aber auf jeden Fall ist er dabei. Der Fahrplan. So. Dann sind wir gleich angekommen. Türen auf. Die sind auf. Die Türsteuerung ist auch an. Das ist erfreulich. Falls gerade irgendwelche Störgeräusche waren, ich entschuldige mich dafür. Das war nicht beabsichtigt. Es tut mir leid. Ah, jetzt haben so, noch ein Screenshot und dann gucken wir den ICE an. Der hat Halt erwarten. Diese Caps im Modell selber, also nicht das Cap-Modell, sondern die vereinfachten. Aber das Modell? Ja gut.
bisschen leicht verpixelt, aber es ist ja auch ein KI-Modell, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Es ist ein reines KI-Modell. Frage ist, wo schiebe ich den Fahrplan jetzt hin? Wieso sieht man nichts von der Strecke? So kleiner ist er, glaube ich, nicht lesbar. So sieht man noch alles. Und gleichzeitig auf der rechten Seite eh nichts Interessantes. Aber da wir ihn jetzt noch brauchen, mache ich ihn wieder weg. Dann will ich ihn sowieso nicht brauchen. So, ab in die Cab-Ansicht. Geil. So sehr unterscheidet die Außen- und jetzt auch nicht von der Cab-Ansicht. Passenger-Ansicht. Sind halt nur die Netzpläne anders. Aber die Modelle sind dieselben. Jetzt wird halt der Sound. Wow. Das gucken wir uns mal an. Hier noch 101. Eine Baureihe 101. Man hört, wie sie runterzieht und dann wieder beschleunigt. Lol. Geil. Ja. Die 23 hat auch eigentlich ein paar Gimmicks. Zum Beispiel die Displays kann man umschalten. Die sind auch komplett animiert. Grundlegende Funktion PZB, SIFA bei München auch noch LZB. Türsteuerung. Oh Scheiße, jetzt habe ich sie geschlossen. Wieder auf. Was hat er denn sonst? Ja, Instrumentenbeleuchtung hat jetzt auch nicht. Bei weitem nicht jedes Fahrzeug. Ist aber auch mittlerweile Standard, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Mittlerweile ist es wirklich zum Standard geworden. ZZA ist von der Steuerwagenschmiede. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Klar. Genauso wie Szenario und Zug und Strecke. Also das Geilste ist durch den Citytunnel zu düsen mit 50, 60, 80. Je nachdem, wo ich bin. Da kommt die. Ups. Die S4 nach Kronberg. Ich schließe mal die Türen. Lasse ich los, das Teil beschleunigt ohnehin. In Fahrtrichtung links aufsteigen. Perfekt. Schleunigt er nämlich noch. Da muss ich höllisch in die Eisen gehen. Und.
So. Lokalbahnhof ist auch schick. Mache ich gleich auch ein Screenshot, weil es ist eigentlich auch ein sehr schicke Station. Ein paar Leute mal eingestiegen sind. Dann machen wir mal so. Piep, piep. Bums. Greenshot und weil das Teil zieht echt gut. Nächster Halt, Frankfurt Ostendstraße. Bitte Dann in in Fahrtrichtung Fahrtrichtung links links aussteigen. aussteigen. Ich glaube, ich bin da schon so oft gefahren, dass ich die Anlagen schon auswendig kann. Jetzt kommt Konstabler Wache, dann Hauptwache und Taunusanlage. Zwischen Hauptwache und Taunusanlage gibt es so realen Strecke. Auch ein witziges Video auf YouTube, wo man den Fahrbremsschalter vom 430 in Action sieht. Das versuche ich gleich wirklich mal nachzustellen, dass ich da wirklich mit in re so wirklich real wie möglich fahre. Und Abfahrt. Jetzt sind 60. Voll. Meine, das war Hauptwache und Taunusanlage zwischen den beiden. Wache. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Da ist eine U-Bahn. Das hört man.
Hauptwache bis Taunusanlage steht hier. Kam, glaube ich, von da. Volltreffer. Das ist ein 5 mit einem U5 und ich glaube, da hinten war doch noch, nee, alles U5er. Die kommen auch erst hier raus. Geil, noch im Bahnhof. Oh, Hauptwache. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Noch eine U-Bahn. Ist er? Das ist ein U. Fünf. Auch nur Arten rein. Fünfer. Ich hätte mir jetzt auch mal ein U4 gewünscht, wenn die in Real auch nicht fahren. Nächster Halt, Frankfurt-Taunus-Anlage. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Taunusanlage, auch ein schöner Bahnhof. Danach kommt Hauptbahnhof und dann kommt der Fahrplan rein. Da kommt eine S6 nach Frankfurt Süd. Ja gut, das sieht auch scheiße aus, wenn die da durchlaufen, aber macht nichts auch nicht mehr. Ja.
Ja. Moment. Wo ist hier das H-Vollzugschild? Nee, kurz. Und da dann der Rest, okay. Die glaube ich auch sehr. Jetzt gehen die FPS safe gleich runter. Safe. Frankfurt Hauptbahnhof ist einfach intensiv. Ja, das macht ihn auch so geil. Ja. Die ist ein bisschen runter, aber nicht doll. Das war der Hauptbahnhof, der so schick ist. Aha. Da fahre ich jetzt nicht ganz pünktlich ab. So, Fahrplan an. Und los. Brauche ich den selbst? So. Frankfurt 60. Ausfahrt mit 60. Perfekt. Sorry. Jetzt ist es besser. Okay, Esig von Galluswarte sind dann 80. Nächster Halt, Frankfurt Galluswarte. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Moment. Moment, auf der Brücke will ich einen schönen. Hier hinten auf der Brücke will ich einen schönen Screenshot machen. Schon damals bei mir, wie ich auch damals mit dem 420 gemacht habe. Da kommt er. Hier vorne sind gleich 80. Hinterm E6, sorry. Okay, ich bremse deutlich zu früh. Zu weit vorn. Thank you.
Da kommt eine S4 nach Langen. Sauber. Also das Szenario ist klasse. Kennt man von Edgar 114 nicht anders. Muss ich jetzt echt mal so sagen, wie es ist. Edgar's Szenarien sind einfach so real. Und ich merke, ich werde gerade ein bisschen zu laut. Ja, doch, geht. Ja. Nächster Halt, Frankfurt Messe. So. Bitte in Fahrtrichtung. Das ist so leise. Next stop, Frankfurt Fair. Exit to the left in the direction of travel. Ach ja, ich wollte ja nach Buferplan fahren. Boah. Das. Eine 294. Keine Ahnung, welche ist, welche von den zigtausenden Puyo-Varianten das jetzt wieder ist, aber. Oh, herrlich, herrlich, diese Sounds. Diese schönen Klotzbremsen. Wir sind bei Messe. Ausfahrt mit 80, erst nach Frankfurt West kriegen wir 130 dort auch noch. Nächster Halt, Frankfurt. Oh Gott. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Oha. Eine RB, Entschuldigung. Alle TTB schon sind einfach geil. 145.031. Das war jetzt irgendwie logisch. Ist auch geil, dass Rödelheim einfach überhaupt nicht im Plan steht. Das tut's erst wieder in. Ach, das ist auch die S6. Scheiße.
müssen wir so fahren. Die S6 hat, glaube ich, einen anderen Verlauf. 70. So schnell. Genau, natürlich mit Linus Sound Update. Was auch sonst. Jetzt muss ich Gas geben. Lass ich ihn einfach rollen. Bei 120 hier. Lohnt sich das auch nicht mehr. Oh man, sieht mein Zeiger nicht, da ist er. Hier lohnt sich das dann auch nicht mehr. Zu beschleunigen, weil direkt dahinter Rödelheim kommt. Nächster Halt, Frankfurt, Rödelheim. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Signal. Langsam schon mal ein bisschen bremsen. War eine sehr reale Einfahrt, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Jetzt warte ich noch. So ist es noch gut. Dann gehe ich ein Stückchen nach vorne. Gut, das ist jetzt 5,3 Kilometer bis Steinbach. Das ist eine ordentliche Strecke. Gut, mit 120 dauert das 2,5 Minuten, glaube ich. Rein rechnerisch. Das ist nicht das Problem. Könnten wir auch noch mit 420 im Schlaf ausfahren, die Geschwindigkeit. Bis jetzt.
haben wir immer Häkchen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Häkchen unbedingt brauche, aber das ist doch gut, dass wir eigentlich immer pünktlich sind. Oder? Da kommt eine S... Ach, der Gegenzug. Servus, Kollege. S5 nach Frankfurt. Süd. Jetzt kommt die Ansage, 2 Kilometer vorher. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Also die ETA hier unten, also die geschätzte Ankunftszeit vom TS, stimmt irgendwie auch nicht. Wir kommen doch nicht erst in einer Minute an. Vorne ist. Ist das? Steinbach. Ich bremse wieder zu früh, man kennt's. Jetzt stehen wir im Bahnhof Steinbach. Die Türen sind alle geöffnet. Das finde ich übrigens beim bei anderen Fahrzeugen immer geil, wenn die Türen wirklich ein bisschen zeitversetzt schließen. Alles Roger. Vollgas. Ich jetzt mal ausprobieren, ob die... Fahrtrichtung rechts aussteigen. Perfekt. Nach Stillstand in 80 km/h. Ups. Da haben wir uns ein bisschen verbremst. Ein kurzes Stück zurück.
Herrlich, einfach nur geiler Sound. Jetzt muss ich aufpassen, ich habe nämlich die PCB-Beeinflussung noch. Deswegen fahre ich jetzt auch nicht. 40. Und die müsste gleich aufhören, dann da vorne sind 80 am Signal. Weil ich mich. Ja. Gesehen habe. Befreien und auf 80. Nächster Halt. Oberursel. So. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. 80. Dann halten wir in Oberursel. So, und anhalten bitte. Das schaffen wir hier noch. Ah, nee. Oder RB, keine Ahnung. Wow. Dämlicher TS. Kaum ist meine Tür nicht am Bahnsteig öffnet, also Wagen man nicht, nur ein Stückchen nicht am Bahnsteig öffnet, ich gleich alle Wagentüren nicht mehr. Toll. So. Dann sind wir 3,4 Kilometern in Bad Homburg. Ja. Yeah. Ankündigung 70 haben wir gleich. Kann ich schon mal anbremsen, denn da vorne wird dann sicherlich. Ja, ich sehe schon den, das LF.
40. Bad Homburg. Bitte in Fahrtrichtung. Okay, ja, Bad Homburg hat wieder 80. Gut zu wissen. Mache ich jetzt nicht alle Türen auf. Boah. Warum gehen die denn jetzt nicht zu? Dann kommt Säuerwerk und dann sind wir in Friedrichsdorf. Und ich darf wieder 80. Yay. Also mindestens mit 80. Scheiße, 90 und dann 80. Ja. Nächster Halt, Säulberg. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Vielleicht eigentlich irgendwo eine LF-Tafel kommen. Oh, ne. Langsamfahrt. Dahinter sind die Ankündigungen 80. Servus, Kollege.
Damit hätten wir das schon mal abgehakt mit den 80. Ja. Ja, sind wir in Neuelberg. Warum auch immer die Türen da hin und wieder nicht aufgehen? Toll. Türen zu. Das will ich mir jetzt echt mal ansehen. Geil. Der Wagen steht, glaube ich, noch, wenn ich mir das jetzt so angucke, ein bisschen in der Kurve schon und die stehen noch alle in der Gerade. Also nicht schief. Deswegen entsteht das. Ach, Scheiße. Scheiße, das habe ich jetzt echt sauber verkackt. Tut dir der Scheibenwischer an. Lul. Nächster Halt, Friedrichsdorf. Bitte steigen Sie alle aus. Der Zug endet dort. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. So. Jetzt sind wir gleich an der Endstation Friedrichsdorf. Ein X, wow. Ja. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Danke auf jeden Fall, falls ihr bis zum Ende mitgeguckt habt. Ich bedanke mich für jeden Like, jeden Kommentar und jedes Abo. Über Abos freue ich mich erst recht. Und ja, joint gerne dem Discord, abonniert mich gern und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüssi.